Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zur Folge 51 auf der Ravenport. Neuer Tag, neues Glück, alte Arbeit. Wir sind immer noch auf Feld 3 am Einsehen von Sojabohnen. Haben wir aber auch gleich geschafft. Sollte nicht mehr allzu lange dauern. Da haben wir auch schon wieder ordentlich hell. Wir können mal Arbeitslichter ausmachen. Generell Licht eigentlich so. Irgendwie hätte ich einfach gerne einen Knopf, wo ich einfach nur, weil, ne, ich habe, der eine Knopf ist halt die ganzen Lichtmodi. Dann habe ich Arbeitslicht vorne einzeln, Arbeitslicht hinten einzeln und Fernlicht habe ich nochmal einzeln. Aber einen Knopf, wo man jetzt nur das normale Licht mal an- und ausschalten kann, ohne dass man alle anderen Modis mit durchgeht, hätte ich gerne. Den habe ich noch nicht gefunden, also es gäbe halt irgendwie noch einen Knopf für Licht vorne. Aber dann ist wahrscheinlich auch nur vorne Licht an und die Rückleuchten dann nicht. Ich weiß es nicht. Wäre auch ein bisschen doof. Ja, so. Hauen wir nochmal unser schönes Kapital in den Boden. Damit wir auch nochmal ordentlich Kohle machen können. Das brauchen wir im Moment. Wir müssen dann auch uns, glaube ich, um die Schafe immer noch kümmern. Wir haben die, glaube ich, immer noch nicht gefüttert. Da sollten wir gleich nochmal reinschauen, bevor wir auch ans Unkraut entfernen und düngen gehen, denke ich mal. Das ist noch ein ziemlich wichtiger Punkt, den wir, glaube ich, noch nicht erledigt haben. Wobei Düngen und Unkraut vernichten sollte eigentlich so schnell gehen, dass wir immer noch genug Zeit für die Schafe haben. Jawohl, so. Machen wir mal fertig. Immer noch selbe Aufnahmesession. Ihr seht es ja, T-Shirt ist mal dasselbe. Und ich werde wieder ruhiger. Ich habe in den ersten zwei Folgen wieder viel erzählt. Dann immer, ich nehme mir immer halt was vor, was ich auf jeden Fall immer loswerden möchte. Mal geht schneller, mal langsamer. In dem Fall ging es, glaube ich, diesmal relativ schnell. Hab's in zwei Folgen geschafft, alles zu erwähnen. So. Fussel. Ja, es wäre natürlich schon, also wenn wir mal einen Helfer benutzen würden, wären wir eigentlich eine ganze Ecke schneller, denke ich mal, weil wir viel nebenher arbeiten könnten. Ja, aber der ist mir einfach zu teuer im Moment noch. Wir brauchen wirklich jeden Euro, den wir erwirtschaften können und auf dem Konto haben, den brauchen wir im Moment noch, weil wir auch, ja, das brauchen wir für den Wachstum, wir haben noch viel vor. Und wie, also als nächstes steht tatsächlich an, dass wir uns die Kühe gönnen. Dafür brauchen wir einen Stall, wir brauchen die Kühe selber, wir brauchen dann halt noch das Ballenzeugs, die Ballenpresse, einen Anhänger bzw. Ladewagen, je nachdem. Da weiß ich auch noch nicht, was ihr mir in die Kommentare geschrieben habt. Das werde ich dann ja hoffentlich jetzt demnächst lesen. Da werde ich wahrscheinlich aber bestimmt auch noch ein zweites Mal nachfragen. Können wir auch gerne jetzt nochmal in Anbetracht ziehen. Schreibt doch gerne in die Kommentare, wie wir die Ballen vom Feld holen wollen. Ich habe eigentlich, also Rundballen wollen wir nicht machen. Wir machen Stroh-Quaderballen. Und ich würde ja, bevorzugen mit einem Autolot-Anhänger die Dinger aufzusammeln. Oder wollen wir das Ganze mit diesem neuen Ballenwagen machen, den man da so aufklappt, wo man die reinstellt, mehr oder weniger, und den zuklappen kann. Sprich also ganz normal eigentlich auf die herkömmliche Art und Weise mit Ballengabel, Anhänger und dann aufladen. Würde extrem lange dauern, daher, also ich würde... Seit wann seht ihr rückwärts? Das ist mir neu. Ich würde es halt tatsächlich bevorzugen mit dem Autolot-Anhänger. Würde schneller gehen. Wir müssten dann nicht 3-4 Folgen oder so Ballen durch die Gegend eiern. Wobei ich das natürlich auch im Zeitraffer machen könnte. Die Option halten wir uns natürlich dann auf jeden Fall auch offen. Wenn wir uns dazu entscheiden, das per Hand alles zu machen, dann wird da wahrscheinlich auch viel im Zeitraffer geschehen. Schreibt halt mal eure Meinung nochmal gerne in die Kommentare. Ich bin für Autolot, um die Videos ein bisschen spannender zu halten, weil es einfach schneller geht. Wenn ihr aber der Meinung seid, oder der größte Teil der Meinung ist, dass wir das
auf die herkömmliche Art und Weise per Hand machen, also per Frontlader und Ballenwagen, dann werden wir das so machen. So, hätten wir das auch nochmal angesprochen, für alle, die es vielleicht vorher noch nicht mitbekommen haben. Jo, dann haben wir jetzt hier noch zwei Bahnen, also mit der hier Dreie, dann haben wir das durch. Dann sollten wir auf jeden Fall gleich gucken wegen der Tiere, wegen der Schafe. Wobei eigentlich so eilig dürfte es nicht sein. Wir haben jetzt, glaube ich, den ersten Tag, seitdem wir die Schafe geholt haben, durchgebracht. Glaube ich jetzt gerade zumindest. Maximal den zweiten, also hätten wir jetzt noch einen Tag Luft, bevor sie anfangen zu hungern. Jetzt muss man wegen so kleinen Ecken hier, ne, extra mit dem blöden Striegel hier hochfahren. Weil sonst habe ich es jetzt ja relativ gut geschafft, das meiste hier vom Feld wieder kaputt zu machen, also Unkraut kaputt zu machen. Nicht das Feld, sondern Unkraut. Naja gut, den Ärger haben wir jetzt nur auf dem Feld. Auf Feld 2 ist es ausgewachsen, Gott sei Dank. Da kann uns das jetzt nicht mehr ärgern. So, letzte Bahn. Dann können wir mal eben Tempomat einschmeißen. Dann kann ich mal eben hier reingucken währenddessen. Sauberkeit 41 Wasser. Ja, okay. Sie könnten. Wir lassen sie jetzt auch tatsächlich warten. Dann machen wir eben erstmal das Feld komplett fertig. Und dann müssen wir halt uns um die Tiere kümmern. Das wird ja im Moment dauern. Kriegen wir bestimmt eine Folge mit voll, mit Wasser geben, neues Gras besorgen und auch sauber machen. Da kriegen wir dann die nächste Folge auf jeden Fall mit voll. Kümmern wir uns den Rest der Folge um das Feld hier erstmal. So. Hubbeli-hupp, einmal hier lang. Den können wir dann gleich einmal schon hier stehen lassen. Den brauchen wir jetzt nicht unbedingt für den Striegel und zum Düngen. Das sollte der Fendt auch schaffen, ne? Der hier steht. So, auf geht's. Unser Gewicht wiederholen. Das steht hier vorne. Das sollten wir doch besser dran machen. Dann Striegel, Striegel, Striegel. Hier steht er. Und los geht's. Weiß zwar nicht, ob es jetzt unbedingt Sinn macht, mit der Pflegebereifung gleich den Düngeanhänger zu ziehen, den Düngestreuer. Aber sollte, glaube ich, auch einfach funktionieren. Ich lasse auch jetzt die Pflegebereifung erstmal drauf, solange wir hier. Ja, wobei, gleich werden wir schon wieder für die Tierarbeit die Radgewichte benötigen. Denke ich mal. Obwohl, ne, wenn man Frontlader und das Gewicht hin, das müsste reichen. Das ist ja nur eine kleine Schaufel, da dürfte der uns nicht umkippen. Dann müsste das Gewicht, was wir hinten dran machen, eigentlich ausreichend sein. Aber für alle Fälle wären die Radgewichte hinten eigentlich auch nochmal angebracht, damit wir wirklich nicht umkippen. So, bevor wir jetzt ganz runterfahren. Das kriegen wir jetzt noch mit. Dann drehen wir hier einmal, machen erstmal die Ecke hier oben fertig. Schön alles wegstriegeln.
Dann haben wir das Feld aber auch mal wenigstens wieder sauber. Muss man jetzt auch mal sagen. Ja, jetzt ist es eigentlich auch egal. Jetzt können wir hier zum Ende durchfahren. Dann machen wir die Bahn, dann machen wir gleich unten die große Bahn nochmal. So. Jetzt wird doch ein Schuh da draus. Ja, schneller als 12 fährt er, glaube ich, eh nicht. Und ich bin schon echt eine ganze Weile immer wieder am Augen offen halten, ob es noch andere Striegel gibt. Mal vielleicht größere sogar noch. Aber ich glaube, dass das im Moment schon. Also erstmal gibt es keine anderen. Und ich weiß halt nicht, wie gesagt, ich bin nicht vom Fach, aber ich denke mal, dass das wahrscheinlich schon auch so mit einer der größten wahrscheinlich ist, die es erstmal so jetzt auf dem herkömmlichen Markt gibt, wa? Dann fahren wir jetzt hier hoch. Der ist ja nun schon nicht wirklich klein. Aber größer würde mir mehr gefallen. Ja, technisch ist so im Moment sowieso etwas flauter, habe ich das Gefühl. Ich habe jetzt gestern mal wieder ein bisschen geschaut. Ich habe zwar jetzt endlich mein Güllebecken bekommen, nenne ich es jetzt einfach mal, weil ich das unbedingt für die Hauptfach gesucht habe. Und ja, da gab es halt schon einige Mods. Oder das heißt einige, aber zumindest von zwei Anbietern oder einem. Ich bin mir da nicht ganz sicher, ob das zwei verschiedene waren oder nur einer. Ja, aber ich weiß nicht, was da war. Auf jeden Fall, wenn ich es versucht habe, auf dem Server hochzuladen. Da klingelt noch ein Wecker. Na sowas. Wenn ich versucht habe, es auf dem Server hochzuladen, dann hat er immer gemeckert von wegen, ist eine LS17 Mod. Und hat aber auch in-game nicht funktioniert. Ich habe es dann im Singleplayer probiert. War nicht zu greifen. Jetzt aber endlich habe ich das. Naja, und habe halt nebenbei mal geguckt, was es sonst noch so gibt. Ja, dolle ist das im Moment nicht, was jetzt neu ist. Ist weniger geworden. Aber ich finde es halt auch jetzt im Moment gar nicht schlimm. Man muss halt auch nicht wirklich immer alles überfluten, ne? Ich fand es halt schon. Ja, ein bisschen nervig schon beinahe, dass jetzt wirklich in den ersten Wochen so viele Leute sich irgendwas gemoddet haben, ne, was halt unrealistisch ist und einfach nur mit irgendwelchen anderen Farben und so weiter. Also ganz ehrlich, die Farben sind mir im Grunde komplett egal bei irgendeiner Seemaschine oder wie auch immer. Wenn die rot ist, ist es die rot, weil das ist einfach Herstellerfarbe im meisten Fall. Und ich glaube auch nicht, weiß ich nicht, aber ich glaube nicht, dass du jetzt, was weiß ich, wenn du zu Horsch gehst und sagst, ich hätte gern die Pronto, ich will die aber in lila haben, dass sie einen die lila lackieren. Glaube ich nicht. Weil die verkaufen die ja im Grunde eigentlich so, diese ist ja jetzt kein Auto, wo man zum Autohaus geht und sagt, oder was weiß ich, im Internet konfiguriert und sagt, ich will jetzt auch die und die Farbe haben. Gibt es, glaube ich, bei den solchen Maschinen dann nicht wirklich. Von daher, das fand ich schon ein bisschen störend. Jetzt ist alles ein bisschen ruhiger geworden, finde ich auch ganz gut. Wenn jetzt natürlich die Mods qualitativ noch besser werden, also zumindest was jetzt sozusagen bei Traktor angeht, Schlepper. So. So, was weiß ich, wieder mit Xenonlichtern und so weiter und so fort, vielleicht bessere Details noch und so. Dann bin ich gerne dabei, auch ein bisschen länger wieder drauf zu warten. Da habe ich gar kein Problem mit. Viele wichtige Sachen haben wir jetzt schon. Habe ich es munkeln gehört, es soll demnächst wieder ein Patch geben, ein Update, ein LS19 Update mit GPS. Habe ich so munkeln gehört, so ganz nebenbei. Na, ihr müsst ja wissen, ich habe das aber auch, glaube ich, schon erzählt.
Ich bin jetzt nicht der Typ, der hier überall auf irgendeinem Forum rumrennt und sich über alles informiert und guckt und macht und tut. Ich zock's gerne, ja, bin aber absolut nicht so ein Freak, der jetzt alles und jede Kleinigkeit wissen muss und und auch als Erster wissen muss, habe ich gar keinen Bock drauf. Dann hätte ich irgendwann keine Zeit mehr zum Spielen, wahrscheinlich. Und eine noch interessante Sache, die ich gelesen habe, stand bei uns in der Zeitung. Giants hat vor, eine LS, ja, LS19, weiß nicht, vielleicht auch für LS17 noch, je nachdem, wenn es noch genug LS17-Spieler gibt, wahrscheinlich, auf jeden Fall den Landwirtschaftssimulator eine eigene Liga zu geben, wo man halt dann gegen andere antreten kann mit Preisgeldern und so weiter und so fort. Da habe ich auf jeden Fall Interesse, mich eventuell anzumelden. Ich muss da heute auf jeden Fall nochmal nachlesen. Ich habe es gestern erst gelesen. Wie genau das ablaufen soll, ob man als Einzel- oder nur als Team dran teilnehmen kann, wann das starten soll und so weiter und so fort. Da werde ich mich auf jeden Fall mal schlau lesen. Sobald ich da auch noch ein bisschen mehr weiß, werde ich euch das natürlich auch nochmal gerne mitteilen. Wollen ja auch ein paar Gegner haben, ne? Ja, wie gesagt, soll halt so, ja, E-Sports fähig werden, mehr oder weniger. Und da bin ich echt mal gespannt, wie die sich das vorstellen, und da hätte ich auch wirklich Bock mitzumachen. Das klingt mega interessant. So, jetzt haben wir das Feld noch gedüngt. Folge ist auch vorbei. Haben wir gut rumgekriegt. Ja, dann kümmern wir uns morgen um die Tierchen. Ich würde sagen, für heute war es das. Verabschiede mich. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Wünsche euch einen schönen Tag. Bis morgen und reingehauen.